Vielleicht suchst du einen coolen Tagesrucksack. Vielleicht suchst du ein Backout-Bag oder ein EDC-Bag. Meiner Meinung nach ist das Tasmanian Tiger Modular Combat Bag ein wirklich geniales Teil. Und wenn du wissen willst, was es kann und ob es auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop. Lieb's gut, schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Combat Bag modular aufgebaut. Meiner Meinung nach ein idealer Tagesrucksack. Vielleicht auch was fürs Bugout Bag, nämlich für ein realistisches Bugout Bag. Nicht eins mit 100 Liter und 30 Kilo, sondern etwas leicht, schnelles und kompaktes. Und ich will dir jetzt zeigen, wo hier die Funktionen liegen. Und eins kann ich gleich vorweg schicken, wirklich. Nicht nur, weil ich das Ding verkaufe, das ist ganz klar, du kannst es ja auch woanders kaufen. Ne? Dieser Rucksack hat mich wirklich beeindruckt. Und warum? Das ist jetzt. Was auf jeden Fall extrem cool ist, ist einmal das Hauptfach. Ich fange dieses Mal wirklich mit dem Hauptfach an. Wir haben ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Das heißt, du kannst es so öffnen, wie du magst. Und das hat auch den großen Vorteil, dass du es zum Beispiel nur bis zur Hälfte aufzippst und dann auch nur den oberen Teil umklappst. Ja, wenn du hier auf dieses Fach zugreifen willst, zeige ich noch. Oder du legst es flach am Boden und reißt auf und machst auf. Uah, da kommt mir gleich alles entgegen. Also ein schönes, großes Fach, wirklich super gemacht, gefällt mir sehr, sehr gut, zeigt dir gleich die Aufteilung. Alle technischen Daten und Fassungsvermögen findest du unten, Link in meinem Shop. Dass das hier alles billige Eigenwerbung ist, das muss dir klar sein. Und wenn es das nicht ist, dann tut es mir leid. Ja, da rollt gleich alles weg hier auf waldurlaub.at, da hier bei uns, da in unseren Breiten, da ist es sehr hügelig. Modular bedeutet, dass wir hier in diesem Bereich diese Klettflächen haben. Diese Klettfläche bedeutet, dass du einerseits diese modularen Teile, die es jetzt gibt, da gibt es unterschiedliche Teile, die da gut dazu passen, ja, gib da auch dazu unten den Link, schau in meinen Shop, ja, oder du gibst hier Molle hinein, ja, das ist auch möglich, denn du hast hier Molle schlafen, würde ich ehrlich gesagt nicht unbedingt, also das ist wirklich, wie sagt man da, Fitzelei in Österreich, ich weiß nicht, wie das bei dir heißt, schreib mal unten einen Kommentar, ja, aber das ist, es geht, aber es ist fummelig. Vielleicht ist fummelig das Richtige. Sag mal, ob das für dich passt. Auf jeden Fall, wenn du modulare Teile nimmst, die eben dieses flauschige Klett haben, dann ist alles gut, weil dann kannst du runterreißen und ist alles schön. Super, wunderbar. Gut, das ist mal zu dieser Variante. Gut. Aber du hast seitlich hier Netztaschen. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Konva-Riegel, den testen wir gleich einmal, wie sich der hier reingeht. Der geht ganz genau rein, da könnte ich auch noch einen zweiten mit dazu packen, das ist alles überhaupt kein Problem. Das heißt, du hast hier seitlich eine Funktionalität, um Ausrüstung reinzubringen. Das ist an der Stelle. Da könnte man die Trinkblase oder irgendwas anderes anbringen, das ist alles dazu vorbereitet. Hier hinten gibt es dann auch den Durchlass dazu, das ist alles super. Und dann gibt es natürlich auch den Frontbereich, das ist die Klappe. Ja. Hier ist an dieser Stelle ein Zip. Man sieht nicht rein, es ist keine Netztasche, sondern es ist sozusagen ein undurchsichtiges Fach mit einem klassischen Zip. Da passt auch wirklich schon her, also da kannst du auch wirklich schön reinpacken. Muss dir aber bewusst sein, dass natürlich umso mehr du da und in diesem Außenfach reinpackst, umso schwerer wird dieses Ding natürlich auch. Also das ist dann ganz klar. Das muss dir bewusst sein, das muss dir bei dieser Art von Rucksack bewusst sein, aber meiner Meinung nach ist das kein Nachteil. So, reinpassen tut da eine ganze Menge, wirklich, eine wirkliche ganze Menge. Wenn man jetzt, ist alles natürlich urarg hier, weil das ist eine billige Eigenwerbeshow ist. Wenn dir das nicht bewusst ist, dann tut's mir leid. Ja. Aber hier an dem Platz habe ich übrigens auch mein Tactical Foodbag, meinen Prepper-Vorrat eingegraben. Beim I oben klicken, das ist das. Aber was ich damit meine, ist, so ein Tactical Foodbag passt ganz genau rein. Da ist sogar noch Platz auf beiden Seiten, also das geht gut. Oder eben so eine Sitzmatte. Ja. Eine Sitzmatte. Es passt auch gerade so. Ja, wirklich, aber da muss man sich wirklich anstrengen. Ja, da ist dann nicht mehr viel Platz. Ja. Andere Faltmatten rein, wie zum Beispiel die Bundeswehr-Faltmatte. So, aber ich bin mir eigentlich nicht ganz sicher, muss ich da auch dazu sagen, ob bei so einem Rucksack so ein Teil überhaupt sinnvoll ist. Das nehme ich mit, wenn ich einen größeren Rucksack habe, wenn ich auch mehr Gepäck habe. Aber für das kleine Gepäck muss das reichen, nämlich um den Popo zu schützen und fertig. Muss man sich was anderes machen. Wenn man da wirklich in der Natur draußen eine Unterlage braucht, muss man das improvisieren aus Laub oder was weiß ich. Ja. Gibt es ganz viele Sachen. Lernen all die bei meiner Survival-Coach-Ausbildung dabei sind übrigens auch. Aber das ist eine andere Geschichte. So,
Ich schweife ab, es tut mir leid. Hier passt wirklich einiges an Zeug rein, da gibt es einmal überhaupt nichts. Ja. Das sind alles so Teile, die ich momentan teste. Ah, jetzt habe ich vergessen, dieses Glättdingsbums reinzubringen. Das ist auch, und ich will immer ganz, ganz klar sein, ja, das ist auch ein bisschen der Nachteil bei diesen Modular-Geschichte, wenn hier irgendwelche Katzenhaare, Hundehaare oder irgendwelche große Kletten oder irgendwas hängen bleibt, wenn du das draußen in der Natur hinlegst, dann musst du das wirklich runterfitteln, denn sonst hält das hier nicht mehr. Das ist ein bisschen ein Nachteil, aber dafür hast du ja schnellen Zugriff, einfachen Zugriff, und das muss man auch ganz genau bewusst sein. So, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Aber ich schwafle schon wieder, der Reine schwafelt schon wieder. Aber so ist es, so ist es. Dann schauen wir uns das Frontfach hier, das obere Frontfach an. Also hier jetzt zum Beispiel, das geht nicht ganz auf. Da hast du hier ungefähr, ja, ich würde sagen 3 cm, so ungefähr. Ja, da kannst du also kleinere Sachen hineinlegen, ja, die dann nicht rausfallen, wenn du aufmachst. Ja, das geht sehr, sehr gut. Hier hast du eine Netztasche in diesem Bereich hier. Das heißt, du siehst rein, welche Ausrüstungsgegenstände dabei sind. Da haben wir auch das Flexicord, da kommen wir dann gleich dazu. Hier haben wir auch eine Netztasche. Wir haben hier einen D-Ring. Da haben wir ja die Möglichkeit, irgendwelche Kleinkram über eine Tasche, die auch einen Deckel dazu hat. Hier ist noch einmal ein Einschubfach. Alles super gemacht, ist alles in bester Ordnung. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel ja, das Etikett von einer Emergency Blanket, also von so einer Rettungsdecke. Die wird sich da übrigens auch ausgehen, also nur damit du ein Gefühl hast. Und was auch noch gegeben ist, es ist hier im Innenbereich noch einmal so eine Klettfläche. Das heißt, hier kannst du Ausrüstung anbringen, die in dieses Modular-Pack, in diesem Modular-System, so muss ich es richtig sagen, eingepasst wird. Also da gibt es so kleine Taschen dazu, Mesh-Pocket zum Beispiel, das geht sich hier alles schön aus. Gut, dann hier außen Molle in Lasercut. Hier kannst du mal ein Badge anbringen, wenn du darauf stehst, ja, oder auch nicht. Dann hier in diese Tasche hier, die ist auch interessant. Ja, so. Und da schaut es genauso aus. Schau mal her. Hier habe ich jetzt auch wiederum, das Tactical Footpack geht sich hier ganz locker aus. Da ist auch noch Platz für andere Dinge, nur damit du eine Größenordnung hast. Ja. So, hier sind auch diese Streifen angebracht, um ihm zum Beispiel so ein Mesh-Pocket da anzubringen, für kleinere Ausrüstung. Ah, da habe ich eh noch eine Rettungsdecke. Cool. Der Gabel habe ich auch noch da, was da für Zeug vorkommt. Ja, da finde ich die Sachen wieder. Hier auch wiederum die Tasche ein paar Zentimeter in der Tiefe, damit das Zeug, das hier unten rein liegt beim Öffnen, nicht gleich rausfällt. Finde ich sehr, sehr gut gemacht und gefällt mir sehr gut. Hier keinerlei andere Unterteilung, sondern nur mehr diese Klettfläche. Das heißt, da bist du, wenn du wirklich noch Ausrüstung anbringen willst, auf dieses Modular angewiesen. Aber ich sagte auch, probier es wirklich mal aus. Es ist wirklich, am Anfang habe ich mich auch gewehrt. Ich glaube, das war das Modular Pack 35 oder wie das jetzt heißt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Habe mir auch gedacht, so ein Schaß. Aber als ich es dann genutzt habe und einmal wirklich ausprobiert habe und vorurteilsfrei an die Sache rangegangen bin, habe ich gesagt, oh ja, es kann doch was. Nicht nur im taktischen Einsatz. Gut, wie auch immer. Hier eine Netztasche. Diese Netztasche, die ist recht groß. Die geht bis ganz runter, also über den gesamten Bereich hier. Da kann man auch schön einpacken. Ist alles gut gemacht, gibt es überhaupt nichts zum Sempern, wie man in Österreich sagt. Das Einzige, was ich, wenn es vielleicht eine weitere Version gibt, aber ich sudere halt auch manchmal, aber die werden sicher ihre Gründe haben, die bei TT, habe ich wirklich das Gefühl, die denken beim Arbeiten nach und das finde ich großartig, aber hier würde ich mir bei diesen großen ein Zweiwege-Reißverschlusssystem wünschen. Aber ich darf auch sudern, okay? Okay, aber das macht die Sache nicht schlechter. Aber das wäre einfach cool. Dann könnte ich das hier oben schneller aufmachen, aber es geht so auch. Alle Reißverschlüsse hier in diesem Außenbereich sind verdeckt. Das heißt, haben einen gewissen Regenschutz mit dabei, außer das vom Frontfach. Das ist leider nicht abgedeckt, ist aber so. Aber die kleineren Teile auf jeden Fall. Gut, so. Gut, jetzt habe ich da auch gesagt, hier gibt es die Möglichkeit auch mit Lasercut etwas anzubringen. Das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt habe ich es natürlich verloren. Ich sehe ganz klar, das Coyote Braun übrigens, eine sehr, sehr interessante Farbe, wie ich meine. Aber ich habe doch da Flexicord hergekriegt, oder? Du hast es auch gesehen. Das ist weg. Ah nein, ich sitze drauf. Ups. Dieses Flexicord kannst du hier außen anbringen, hier an dieser Stelle. Und das hat halt den Vorteil, dass ich dann noch einmal Jacken oder andere Ausrüstungsgegenstände drauf packen kann. Ich persönlich mag das nicht so gern. Ich habe es schon ausprobiert, nicht bei dem, sondern beim... Ich komme schon komplett durcheinander, weil ich so viel Zeug habe. Ich gebe da oben beim i den Link. Ja. Das ist auch so ein Modular-Pack. Da habe ich das dann angebracht und bin dann im Unterholz einmal hängen geblieben und seitdem mache ich das nicht mehr.
Aber das heißt nicht, besonders wenn man nicht im Unterholz ist, sondern wenn man wandern geht, ist das eine tolle Sache, weil auf der anderen Seite weiß ich dann nie, wo ich meine Jacke hingeben soll. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Hier unten ist nichts, ja, also nichts. Hier ist der Boden. Es sind hier keine weiteren Schlaufen oder vorgesehen, um da noch, Unterlachsmatte oder einen Schlafsack anzubringen, ist hier nicht gegeben. Was du hier unten hast, sind diese Schlaufe hier. Ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich, um den Rucksack zu packen oder wenn das ist ja für Militärpersonen oder für Menschen, die halt in irgendwelchen Einsätzen sind und vielleicht wenn da Gefahr dann ist, dass man den halten kann. Ich weiß es nicht, ja, weiß ich wirklich nicht. Aber ist auf jeden Fall cool, ist nett gemacht. Seitlich, auf beiden Seiten, kriegst du solche Schubfächer. Da hat das letzte Mal ein Kommentator vollkommen recht gehabt. Reine, du hättest was reinstecken können. Nämlich eine Flasche oder sowas, ja? So interpretiere ich das. Ja. Und das mache ich jetzt, dass ich nehme jetzt auch den Händelmack von Tatonka. Den übrigens jetzt auch von Tasmanian Tiger. Gebe ich dir ganz klar den Link. Es ist fürchterlich mit mir, ich gebe es zu. Aber wir schauen, ob der reinpasst. Und. Sakra! Wenn dieses Dingsbums nicht wäre, würde er reingehen. Aber ich kriege ihn nicht rein, weil da der Henkel davor ist, sonst wird er reingehen, nimmt mir natürlich innen Platz weg. Das heißt, eine klassische 1,5 Liter Flasche wird sich da nicht ausgehen, aber diese Halbliter Flaschen oder Literflaschen, abhängig davon, wie sie gebaut sind, gehen hier locker rein. Also keine Sorge. Gut, auf der Seite gibt es eben Kompressionsmöglichkeiten hier an dieser Stelle und auch an dieser Stelle hier. Also da kann man jetzt zum Beispiel, wenn man weniger Ausrüstung mit dabei hat und wirklich nur das modulare System innen verwendet, das ganze Ding zusammenziehen, damit das nicht schlankelt, wie man sagt in Österreich, also hin und her pendelt. Ich hoffe, das passt. Gut, das ist dazu zu sagen. Du hast hier an diesen Stellen, ja, hier an diesen Stellen sind auch noch einmal solche Aufnahmen vorgesehen, ja, wie du siehst. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Idee ist, diesen kleinen, kompakten, sehr leichten und wirklich coolen Rucksack, der mir total taugt, wirklich ist. Ich bin ganz verliebt in das Ding. Ich hoffe, meine Frau sieht das Video nicht, aber ist egal. Sie ist es schon gewöhnt. Dass man hier noch einmal Schlaufen reinbringt und zum Beispiel hier da längs wirklich eine Unterlachsmatte oder einen Schlafsack hinpackt. Ne? Dass man sagt, okay, ich hänge den an, vielleicht auch mit einem Karabiner, alles schon gemacht. Das könnte sich gut ausgehen. Ich werde das im Sommer bei den Survival Trainings, wenn die dann wieder losgehen, so hoffe ich doch, dass Corona uns irgendwann ein bisschen in Ruhe lässt, ja, und das wieder zulässt, werde ich das ausprobieren, was sich da ausgeht. Von der Breite her, das kann ich schon auch dazu sagen, also so ein richtiger fetter Winterschlafsack mit, der wird nicht ausgehen, aber was Kleines, Leichtes, lässt sich dann außen drauf poppen und das finde ich dann wiederum interessant, aber das werde ich testen, da werde ich dir dann noch einmal etwas erzählen zu deinem Rucksack, also Abo dalassen, es lohnt sich. Hier Tragesystem, ich vergesse immer, wie diese Sachen heißen. Schau dir das ganz einfach im Shop an, dann weißt du auch wirst du auch erfahren, wie das wirklich heißt. Aber es ist sehr angenehm. Ich finde es besonders, ich meine, du packst in das Teil ja nicht Kilo rein. Ja? Das ist ja eher was Leichtes und Kompaktes und was für den Einsatz so tagesmäßig oder schnell und kompakt und dass man in Bewegung bleiben kann. Und da ist er ja auch sehr gut geeignet. Kann aber auch sagen, ich habe so dieses Tragesystem auch bei anderen Rucksäcken, wenn es wirklich so richtig heiß wird und man schwitzt, und ich komme halt leicht ins Schwitzen, weil ich ein blader Kerl bin, kann man das auch so sagen? Ja, ich gebe es zu. Ist das natürlich nicht so durchlüftet wie andere Systeme. Ist das ein Nachteil? Nein. Ist einfach so. Ist bei anderen Rucksäcken auch nicht besser. Aber ist sehr weich. Auch hier die Schulterriemen sehr weich, alles gut gemacht. Hier D-Ringe, so wie man es braucht, dann Brustgurt dazu, alles längenverstellbar, ist eh ganz klar. Hier, die ich auch nicht um meinen Bauch kriege, weil ich einfach zu viel Bauch habe, aber ja, das ist ein Hüftgurt, ja, und da hast du halt diese Paddeln dabei. Und die sind mit hier an der Stelle mit einem Zip ausgestattet, das heißt, du kannst hier auch noch einmal kleine Ausrüstung mit reinpacken. Ja. Kannst aber auch sagen, und jetzt nehme ich sie endgültig runter, weil ich brauche sie nicht. Ja? Weil meine Proportionen einfach dazu nicht passend sind. Vielleicht geht es dir auch so. Aber ich arbeite daran. Ich arbeite wirklich daran. Ja? Immer wieder. Egal, kannst du das rauspoppen, zumachen und die Sache ist erledigt und dann gehst du ohne die Paddeln unterwegs. Und die werde ich jetzt auch weggeben, weil ich brauche die nicht. So, das ist es jetzt einmal von diesem Rucksack. Also ich finde ihn gut. Ja, Abschlussbemerkungen. Jetzt habe ich viel geplaudert, habe ihn vorgestellt und ich habe jetzt nicht genug Erfahrung, um zu sagen, es ist der beste Tagesrucksack der Welt. Ist er auch sicher nicht, weil das immer sehr unterschiedlich ist, was man sich vorstellt und wie man sich das vorstellt. Aber er hat mich gleich beim ersten Mal
Anfassen überzeugt. Und ich habe jetzt einige kleine Touren gemacht, auch zum Filmen habe ich ihn immer draußen mitgehabt. Auch wenn ich jetzt raus meine Dehnungs- und Trainingsübungen mache, nehme ich den mit und packe die ganze Ausrüstung hier rein. Und er hat mich bis jetzt massiv überzeugt. Und wenn du darüber nachdenkst und neu anschaffen magst, einen Eintagesrucksack, der vielleicht ein bisschen einen taktischen Touch hat, etwas, was kompakt sein soll, was schlank ist, aber trotzdem auch was reinpasst, und diesem modularen System auch ein bisschen sagst, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dann bist du mit dem gut bedient. Also ich mag den extrem, extrem gern. Und das war's jetzt. Jetzt bist du dran. Gib dem Video Daumen nach unten oder nach oben, was mir eigentlich lieber wäre. Aber ist trotzdem deine Entscheidung. Schreib mal einen Kommentar, was du von diesem Teil hältst. Hast du es schon? Ja? Hast du es schon? Was ist deine Meinung? Wie siehst du das? Das würde mir sehr gut dauern. Den Link zu all den Produkten, den gebe ich dir natürlich auch hier unten. Sehe ganz klar. Lass mal ein Abo da, dann siehst du die neuesten Videos. Und sehr bald wird es auch eine Premiere für was anderes geben, nämlich das Rainer Rossmann Messer. Es ist schon da, ich habe es schon. Also es dauert nicht mehr lang. Also lass dem Video ein Abo da, damit du die neuesten Videos kriegst. Da gehst du direkt in meinen Shop zu diesem Teil hier. Und wieder mal TT, Daumen nach oben. Super Arbeit, taugt mir total. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, den Rainer Rossmann. Die werde jetzt den Sonnenuntergang hier auf Altolau.at genießen. Bis dann und ciao, ciao.